Vielleicht, also ich glaub's ja nicht. Aber wir können ihn nicht rausnehmen. Schade. Ich wollte mal ausprobieren, ob ich den Hamster in die Mikrowelle... Ist ja nur ein Game. Ja. Och Mann. Da ist gerade eine Tür zugeknallt. Scheiße. Die Fenster sind ja offen. Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Part von Nightfall. Es ist inzwischen 22 Uhr und wir haben nicht mehr ganz so viele Stunden bis zum nächsten Morgen. Also nicht mehr ganz so viele, ich glaube es sind jetzt noch 7 Stunden. Ich habe es gerade nicht mehr richtig lesen können. Ja genau. Den Brief hatten wir gelesen gehabt. Ah ja, das war ja der mit dem... Genau, doch, den hatten wir gelesen. Heute mal nicht in der Nacht aufgenommen, sondern mal am Tag. Ich habe heute einfach mal ein bisschen mehr Zeit gehabt. Und ja, gestern kam ja nur ein Elex-Video und kein Nightfall. Und da wollte ich einfach noch sagen, für die Leute, die jetzt einfach neu auf das Video gestoßen sind, lasst am besten schnell ein Abo da. Dann seht ihr auch, wann immer der nächste Part von Nightfall erscheint. Meistens ist es jeden Tag, also so ziemlich jeden Tag. Ihr könnt davon ausgehen, Leute, ich verspreche es euch, ihr könnt davon ausgehen, dass mindestens in der Woche 5 oder 6 Mal am Abend ein Video von Nightfall kommt. Je nachdem, wie lange das Spiel einfach geht, ne? Genau. Und gestern kam einfach nur Elex, weil zeitlich nicht vom Rendering drin war, dass ich da mehrere Videos machen konnte. Also wie gesagt, einfach nur ganz schnell ein Abo da lassen. Das ist gratis, kostet euch nichts, kostet mir auch nichts. Und genau, ich würde fast vorschlagen, dass wir jetzt weitermachen. Ich bin nur gerade am Überlegen. Lasst mal schnell schauen, wo die Uhr ist. Wo haben wir denn die Uhr? Die ist da. Also wir haben es 22 Uhr, die Zeit tickt. Sehr schön. Gut, also... Wie gesagt, heute nehme ich mal am Tag auf. Vielleicht macht das Ganze dann für mich ein bisschen angenehmer, das Ganze wieder anzugucken, ohne dass ich mir gleich in die Hose kacke. Weil, ihr habt es ja schon bei den letzten Parts gesehen, da sind halt schon ein paar schreckhafte Momente dabei. Ich bin da nicht so hart gesonnen wie andere und ja, ich springe dann halt auch gerne mal an die Decke. Okay, ich möchte gerne das Spiel noch ein klein wenig heller jetzt machen. Okay, weiter, genau. Damit ich auch ein bisschen mehr sehe. Weil bei mir ist das ein bisschen heller hier alles im Raum. Und dann überlege ich jetzt... Ah ja, genau, das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Ein Zuschauer hat vorgeschlagen gehabt, dass der Schlüssel für den Raum vielleicht... Also ich glaube es ja nicht. Aber wir können ihn nicht rausnehmen. Schade. Ich wollte mal ausprobieren, ob ich den Hamster in die Mikrowelle... Ist ja nur ein Game. Ja. Och Mann. Da ist gerade eine Tür zugeknallt. Scheiße. Die Fenster sind ja offen. Bitte wieder zumachen. Dankeschön. Das war wahrscheinlich nur der Wind gewesen, Leute, weil hier in dem Haus ist halt ein extremer Durchzug. Genau. Ich wollte eigentlich rausprobieren, ob ich den Hamster in die Mikrowelle stecken kann, weil vielleicht, der Hamster ja den Schlüssel gegessen hat. Keine Ahnung. Der war, die Puppe kennen wir schon. Diese Türen, ich hasse die. Ich guck aus Prinzip eigentlich nicht so gern hinter diese Türen. Das ist mein Schatten, oder? Ja, das ist mein Schatten. Oh, Leute. Ich glaube, ich nehme jetzt mal aus Prinzip die Taschenlampe raus, weil ich Angst habe, dass da irgendwie... Ach, scheiße. Lichter ausgehen jetzt dann bald. Das Teil kennen wir ja noch vom letzten Teil, wo ich, naja, mich mega erschrocken habe. Okay. Dieser Lampenring mich hier oben auch übelst auf. Guck doch mal, ey, das ist doch kein normales Licht. Die rot, die weiß, da... Oder wechselt das vom Winkel her? Ja, ja, trotzdem ist für mich kein normales Licht. Hier haben wir gestartet. Hier wird wahrscheinlich nicht groß was sein. Da war ja der Brief drin gewesen. Läutet die Glocke eigentlich alle 5 Minuten, die hier im Spiel rumgehen? Ich müsste das mal im Auge behalten. Es kann natürlich gut sein. Also wird unten irgendwo was sein. Wahrscheinlich klingelt es gleich wieder oder so. Mir ist aufgefallen, dass die Musik sich auch jedes Mal von paar... Ja, ich glaube, die klingelt alle 5 Minuten. Dass die Musik sich alle... die ganze Zeit verändert.
Okay. Also wenn man so Spiele spielt, dann muss man einfach auch den Sound mit in Betracht ziehen. Deswegen habe ich auch, wie gesagt, gerade richtige Kopfhörer auf. Also ich habe die Alge. Da raschelt was. Hinter der Tür. Oh, sollen wir aufmachen? Mann! Ach, geh doch nicht zu, dumme Tür, ey. Hä? Der ist doch nass? Oder ist das nur die Grafik? Der Wasserhahn tropft? Und die Tür? Das ist nur die Grafik wahrscheinlich, oder? Mach mal zu. Scheiße! Blöder Durchzug. Hier tropft's doch. Das sieht für mich nass aus hier, aber es kann natürlich auch nur sein, dass das wegen der... Das ist nass, ich weiß nicht. Hier tropft's irgendwie von der Decke oder so. What the fuck? Was war das? Können wir auch einfach bis morgen hier in der Dusche bleiben? Wo tropft es denn hier? Ich frage mich, ob schon jemand im Haus ist. Die Tür ist immer noch abgeschlossen. Oh, scheiße. Die Tür zum Balkon ist, die Tür zum Garten ist zu. Mann, was ist denn los hier? Mal Batterien aufladen. Ist da draußen was? Nicht, dass ich wüsste. Jetzt. Waren wir in jedem Zimmer schon gewesen? Die ist auch noch zu. Jetzt waren wir in jedem Zimmer aber schon gewesen. Scheiße, wie viel Uhr? Die Tasche stand schon vorher da. Vielleicht beruhigt das ja. Wie viel Uhr haben wir es? Haben wir eine Uhr hier im Zimmer? Nee, hier haben wir keine Uhr. Leute. 10 nach? Viertel nach? Ich glaube, wir haben es jetzt Viertel nach. Oh, ich... Es knarrt. Hat das Haus eigentlich keinen Dachboden? Also, nicht, dass ich mich da... Oh, die Tür ist offen. Ich mag nicht, wenn so Türen offen sind. Nicht, dass ich gerade auf den Dachboden gehen würde, aber... Oh, hör doch auf! Aber so Häuser müssen doch Dachböden haben. Gehen sicher wieder die Fenster auf. Oh, ist das schon wieder so dunkel, Mann? Ich brauche Batterien. Na, anmachen. Ein bisschen Licht hier im Ganzen. Oh, die Musik, die macht es auch nicht gerade besser. Batterien. Ah, Batterien hier. Von unserer Taschenlampe. Gut. Hier ist nichts. So Spiegel gefallen mir auch überhaupt nicht, ne? Da gucken wir da rein und da steht hinter einem was plötzlich am Fenster oder so. Okay. Es scheint wieder sich beruhigt zu haben, hier die ganze Situation. Mal Licht hier. Hey, die Lampe hält ja auch nicht gerade besonders lang. Ich brauche Batterien. Oh, Mann! Was los, Jerry? Hast du was gesehen? Es fängt an zu regnen draußen.
Die Fenster da hinten sind nicht offen, gell? Nee. Hier war das Schlafzimmer. Also das andere Schlafzimmer. Es ist 20 nach. Oh, bitte passiert nicht noch mehr. Okay. Also wir sind... Es könnte aber auch schneien da draußen. Nee, es regnet. Das ist auch das, was so tropft wahrscheinlich. Es regnet einfach draußen. Oh, dann ist ja gut. Dann ist hier ja nichts. Oder? Im Wohnzimmer passiert relativ wenig, ist mir aufgefallen. Einfach nur im zweiten, was waren das? 8:30 gewesen oder so? Oder um, doch um 8 oder so, wo die Stühle hier oben standen. Machen wir das Licht hier an. So. Das Licht wirft, die Lampe wirft aber auch ein ganz komisches Licht an die Decke. Also man kann ja Eier hier reinstecken, das haben wir ja schon mal gemacht, aber kein Hamster. Nee, lass mal. Habt ihr das gehört? Das hat sich angehört wie so ein Hammerschlagen. Scheiße, wir haben keine Kerzen mehr. Die ist immer noch zu. Also es regnet, glaube ich, ja, es regnet auf jeden Fall. Okay. Gut, okay. Also jetzt haben wir echt, glaube ich, wieder mal jeden Raum abgeguckt. Raus kommen wir nicht. Die Zeit ist jetzt eigentlich auch so weit, dass... Da, die haben wir aufgemacht. Den Brief hatten wir schon gelesen, oder? Ich glaube schon, ich guck mal schnell. Ich weiß, ihr mögt Luftballons. Alle Kinder. Ah, das war das mit den Luftballons, genau. In meinem Eiswagen habe ich mehr davon. Das war das mit den Luftballons gewesen, genau. Kinderzimmer? Ist nix. Der Jerry ist auch noch da, hat auch nichts. Mann, jetzt hör doch mal auf! Jedes Mal, ey. Ich falle aber auch jedes Mal drauf rein. Ah, das sind die Fenster, die so knarren. Okay. Hier war nur diese komische Puppe. Ha, diesmal mache ich die Fenster auf. Da kannst du es nicht aufmachen, du Bastard. Kerzen wären jetzt toll. Was ist das? Ja, das ist so ein Spiel, glaube ich, aber... Ich mach mal lieber wieder zu, ne? Man muss ja nichts provozieren hier. Anrufbeantworter haben wir auch nichts. Wie viel Uhr haben wir es denn? Haben wir es jetzt schon halb? Ja, wir haben es gleich halb. Das ist nur der Toaster. Komm, lass uns mal was trinken hier. Die ist schon sicher so aufgeregt. Wir haben gar nichts mehr. Schade. Limonade. Ich mag kein Bier. Ah, die mag ja kein Bier, stimmt. Wo können wir noch gucken gehen? Die Fenster sind alle zu.
Ich frag mich nur, warum die Tür hier zu ist. Scheiße. Aber da draußen ist nichts. Scheiße, habt ihr das gehört? Also es ist ja jetzt halb. Das bedeutet, irgendwo muss wahrscheinlich jetzt wieder ein Brief liegen. Hier. Im Flur. Scheiße. Okay, gucken wir mal, was draufsteht. Ich wollte Molly sowieso nicht wehtun. Ihr seid auf meinen Trick reingefallen. Ich lasse euch nicht gehen. Ihr seid wie die Kinder, die ich nie hatte. Scheiße. Oh. Oh, okay. Dann haben wir die halbe Stunde jetzt auch überstanden. Hey, okay Leute, dann ist der Part an der Stelle schon fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal, wenn ihr halt die nächsten Parts nicht verpassen wollt. Die kommen halt meistens immer abends online. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part halt ein. Und bis dahin würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.